Stiftung ist eine feine Sache, wenn man mal von der Grundstiftung ausgeht, liegt da ja oft zugrunde, dass ein Vermögen, ein Familienvermögen oder auch Kunstgegenstände in einer Stiftung einfließen und praktisch für die Ewigkeit gesichert werden. Deswegen, das, dieses Ewigkeitsprinzip gilt auch für die Bürgerstiftung. Jetzt müssen Sie sich eigentlich mal alle fragen, Karnevalsverein, Schützenverein, Stadtsparkasse und hier Bühne Peperoni, sind Sie sich bewusst, dass Sie für die Ewigkeit hier eine Verbindung eingehen? Ne? Das ist ja schlimmer als beim Standesbeamten, nicht nur bis zum Tod erscheint, sondern für die Ewigkeit sind Sie jetzt miteinander verbunden. Diese Ewigkeitstheorie-Garantie gilt eben auch für die Bürgerstiftung. Bürgerstiftung ist noch nicht ganz so alt wie die Stiftung an sich. Die Bürgerstiftung kommt eigentlich aus den USA. Nicht alles, was darüber kommt von den USA, ist gut, aber in diesem Fall ist es mal eine super Idee, diese Bürgerstiftung. Wir haben im Regierungsbezirk, Frau Große-Heidemann, muss ich korrigieren, wenn ich diese falsche Zahl sage, aber insgesamt 43 kann man sagen. Unter dem großen Begriff Bürgerstiftung gibt es einzelne Nuancen. Und hier im Kreis Borken haben wir sogar 11, wenn ich das richtig weiß. Also ist das jetzt die 11. glaube ich sogar. Also Kreis Borken ist fast das ein Karneval. Genau. Ja. Darauf haben Sie gewartet. Also früher konnten wir die gar nicht kriegen, das stimmt, die Urkunde. Ich finde Bürgerstiftungen sehr positiv, weil sie zeigen eben, dass Bürgerinnen und Bürger in ihrem Ort Verantwortung übernehmen, dass sie nicht immer darauf schauen, was kann der Staat machen, sondern dass sie das, was hier vor Ort passiert, auch selber in die Hand nehmen und sich bereit sind, auch zu engagieren. Das ist nicht mehr überall selbstverständlich, aber es ist sehr positiv, dass man das macht. Sind auch auf einer absolut modernen Welle, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe ja geschaut, in Ihren Stiftungszielen ist auch der Begriff, taucht der Begriff Heimat auf. Und vieles, was Sie auch gerade aufgezählt haben, kann man ja unter dem Begriff Heimatpflege auch verwenden. Und auch die Vereine hier, Karneval, Schützenverein, Bühne Peperoni, sind ja klassische Heimatvereine auch, die auch das Leben im ländlichen Raum auch ausmacht, positiv ausmacht. Und Sie kriegen ja auch mit in den Medien, dieser Heimatbegriff, der bekommt ja gerade richtig so einen Hype, wenn man das so sagen darf. Letzte Woche war noch in der Welt am Sonntag ein großer Artikel zum Begriff Heimat. Wir haben in Bayern ein Heimatministerium, NRW hat jetzt nachgezogen und seit Mai haben wir auch ein Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, aber eben auch Heimat als eigener Begriff. Das zeigt eben, dass doch auch ein Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger da ist, sich doch wieder mehr auf diese heimatlichen Dinge zu konzentrieren und zu besinnen. Das kommt vielleicht auch daher, dass wir ein bisschen immer mehr Globalisierung haben, dass wir immer mehr global denken müssen, dass wir globalen Herausforderungen gewidmet sind und vielleicht auch das Bedürfnis da ist, Mensch, wo sind denn unsere Wurzeln und wie können wir denn vor Ort auch Zusammenhalt leben?